verehrte Damen und Herren, liebe Anwesende, freue mich auch, dass Sie bei diesem Wetter herkommen. Ich traue mich jetzt mal, das Jackett auszuziehen, nicht? Weil es doch, glaube ich, so besser ist. Ich erzähle Ihnen jetzt, was drinsteht im Buch. Es sind 500, das wollte ich gerade sagen, nicht? Das erspart die Lektüre gar nicht, weil es völlig unmöglich ist, in 20 Minuten auch nur annähernd zusammenzufassen, was drinsteht im Buch. Es ist ziemlich dick geworden, das haben Verlage eigentlich nicht so gerne. Es ist aber deshalb sehr dick geworden, weil wir versucht haben, O-Ton nicht zu sprechen, sondern diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die bei Erfolgsmeldungen über die Arbeitsmarktreformen in der Regel nicht zu Wort kommen oder nur in Gestalt von Zahlen oder von vermeintlichen Kausalitäten. Uns ging es darum, sozusagen diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die tatsächlich im Leistungsbezug sind. Damit bin ich auch schon bei dem, was ich Ihnen erzählen will. Ich mache also eine sehr geraffte Vorstellung eines Teils der Ergebnisse, die in diesem Buch dokumentiert sind. Ich will das folgenderweise machen. Ich gehe kurz ein auf die Debatte um die sogenannten Hartz-Reformen, sage dann etwas zur Anlage unserer Untersuchung, skizziere dann einige wichtige Ergebnisse und komme dann nochmal zu Schlussfolgerungen. Es ist zwar so, dass wir uns im Buch selbst jeglicher Stellungnahme zu politischen Schlussfolgerungen enthalten haben. Es hat aber eine Reaktion auf das Buch gegeben, beziehungsweise auf die Kurzfassung des ersten Kapitels, die in den Blättern für deutsche internationale Politik abgedruckt war. Und da haben sich tatsächlich insbesondere Menschen aus der Arbeitsverwaltung gemeldet, die mit den Autorinnen und Autoren der Studie reden wollten. Mit einigen wenigen von denen haben wir inzwischen Interviews gemacht und bei den Schlussfolgerungen gehe ich noch mal kurz auf diese Erfahrung ein. Zunächst zur Debatte um die Hartz-Reformen. Der 10. Jahrestag der Hartz-Reformen, ich nenne sie jetzt mal so, ist ja eigentlich einer, der gewissermaßen als Erfolgsmeldung gefeiert wurde. Vom deutschen Beschäftigungswunder ist die Rede. Der Reformansatz wird inzwischen EU-Europa als Rezeptur empfohlen, nach der sich sozusagen die kranken Patienten in unseren Nachbarstaaten auszurichten haben, um möglicherweise am Arbeitsmarkt dann tatsächlich wieder zu gesunden. Es hat eine Reihe von Kritiken an diesen Erfolgsmeldungen gegeben, angefangen von der Frage, ob es wirklich die Hartz-Reformen waren, die dafür gesorgt haben, dass wir jetzt solche schönen Bilanzen haben. Ich nenne es nur mal stichwortartig, Rekorderwerbsbeteiligung, Arbeitslosigkeit sinkt, Langzeitarbeitslosigkeit sinkt, stille Reserve nimmt ab, auch der Leistungsbezug, auch da gibt es sozusagen eine gewisse Bewegung nach unten. Also wenn man den Armutsreichtumsbericht der Bundesregierung liest, insbesondere in der dann abschließend veröffentlichten Fassung, hat man sozusagen die Erfolgsmeldung deutsches Beschäftigungswunder. Alles wird besser, selbst der Gini-Koeffizient als Maß für soziale Ungleichheit pendelt sich wieder sozusagen in einer Richtung ein, wo Hans-Werner Sinn, Chef des Münchner IFO, argumentiert, da sieht man es, wir haben einen großen Niedriglohnsektor geschaffen, aber die Ungleichheit nimmt nicht zu. Oh Wunder, oh Wunder. Was machen wir in dieser Studie? Ich habe es schon angedeutet, wir setzen nicht dort an, wo gewissermaßen die Evaluationsforschung ansetzt. Das heißt, wir versuchen gar nicht erst quantifizierend diese Erfolgsmeldungen dann tatsächlich zu untersuchen, sondern das, was wir tun, ist, am Anspruch der Reformen anzusetzen. Der Anspruch der Reformen, der Kern, so haben wir sie jedenfalls entschlüsselt, ist eigentlich gewesen, von einem sehr erratischen, statischen Arbeitsmarktmodell auszugehen. Ich kann mich erinnern, als ich erstmals Ergebnisse der Studie vorgestellt habe, auch hier in Berlin, im Rahmen einer Veranstaltung einer Stiftung, die einer politischen Partei nahesteht, die in dem Fall nicht die Linke ist, sondern eine Partei, die an den Reformen selbst beteiligt war, kam ein Soziologenkollege, der mit mir auf dem Podium sitzen
sollte. Der kam etwas zu spät, etwa 5 Minuten, und er hörte dann, wie ich mich kritisch zu den Reformen äußerte, auf Basis der ersten Ergebnisse unserer Studie. Und dann hat er durch den Saal gerufen: alles Quatsch, was der Dörre erzählt. Wie ist die Lage? Die Lage ist so: um Arbeitsplätze zu schaffen, brauchen wir 3% Wachstum. Das ist schwierig bis unmöglich. Wenn wir dann Beschäftigung schaffen wollen, bei niedrigeren Wachstumsraten, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dafür zu sorgen, dass Arbeit, die jetzt nicht attraktiv ist, trotzdem gemacht wird. Das geht nur, wenn wir die Arbeitslosigkeit, jedenfalls dann, wenn sie länger dauert, möglichst ungemütlich gestalten und so Arbeit attraktiv machen. Sie können sich vielleicht erinnern, damals war so das Beispiel der Schuhputzer und so weiter en vogue. Wenn wir also solche Arbeit attraktiv machen und das Einzige, was wir den Menschen noch bieten können, ist die Aussicht, sich in bessere Verhältnisse hineinzuarbeiten, und wer das nicht schafft, für den ist Hartz IV schönes Geld. Das war so das Szenario. Im Grunde steckt drin eine sehr erratische Vorstellung vom Arbeitsmarkt und eine sehr flexible Vorstellung oder eine Vorstellung der Formbarkeit, der Plastizität von Menschen, von Subjekten und ihren Erwerbsorientierungen. Das heißt, das Grundproblem wurde immer verortet bei den Erwerbsorientierungen der Arbeitslosen und, das muss man hinzufügen, prekär Beschäftigten im Leistungsbezug, davon war lange Zeit nicht die Rede, die sich gewissermaßen an diesen erratischen Arbeitsmarkt anzupassen haben. Eine heroische Vorstellung der Formbarkeit von Subjekten und des Passförmigmachens von Menschen für einen solchen Arbeitsmarkt. Da setzen wir sozusagen mit unserer Studie an und haben gefragt vor nunmehr 8 Jahren, ob es tatsächlich auf der Basis dieses Reformwerks, insbesondere Hartz IV, gelingt, Erwerbsorientierung von Leistungsbezieherinnen und Leistungsbeziehern so zu formen, dass sie für den Arbeitsmarkt passförmig werden. Das ist der Prozess, der in der Regel in quantifizierenden Untersuchungen nicht zur Sprache kommt. Wie haben wir das gemacht? 2. Punkt, kurz zur Anlage der Untersuchung. Es handelt sich um eine qualitative, explorative Studie, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefordert worden ist, war das Teilprojekt in einem Sonderforschungsbereich. Wir haben uns erstens 4 Regionen rausgegriffen, 2 im Osten, 2 im Westen, und haben gewissermaßen über 7 Jahre die Arbeitsmarktentwicklung dort analysiert auf Basis der Strukturdaten, die es zu diesen Regionen gab und gibt. Zweitens haben wir eine Wiederholungsbefragung von Personen gemacht, die mit der Arbeitsmarktpolitik betraut sind, auf unterschiedlichen Ebenen. Also angefangen von Politikerinnen und Politikern, die in diesen Regionen an der Definition von Arbeitsmarktprogrammen beteiligt sind, über die Spitzen der Arbeitsverwaltung bis zu Fallmanagern und Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern in der Arbeitsverwaltung. Das haben wir 2-mal gemacht, also in 2 Wellen, auch um die Veränderungen dieses Arbeitsmarktregimes einzufangen. Das waren insgesamt knapp 100 Personen oder Interviews, die wir gemacht haben. Und dazu kommt, das ist das Zentrum der Untersuchung, eine Mehrfachbefragung von Leistungsbezieherinnen und Leistungsbeziehern in diesen 4 Regionen. Die erste Welle waren knapp 100, die zweite Welle waren etwas weniger als 70, und dann haben wir nochmal gezielt 20 Fälle rausgepickt nach 7 Jahren, um zu schauen, was mit diesen Menschen passiert ist. Das heißt, wir sehen auch einen Entwicklungsverlauf. Unsere Daten sind nicht repräsentativ im statistischen Sinne, das ist nicht der Fall. Dafür haben wir aber den Vorteil, im Sinne des Untersuchungsziels sehr nah an Leistungsbeziehern, deren Aktivitäten, deren Alltag dran zu sein. Diese Methode halten sie nach wie vor und haben sie für angemessen gehalten, weil unsere Erfahrung ist, dass Menschen im Leistungsbezug inzwischen zu der am meisten befragten und ausgeforschten Gruppe in dieser Gesellschaft gehören, ohne dass sie Kontrolle über das haben, was sie da eigentlich sagen. Und
was mit den Daten, zu deren Produktion sie beitragen, geschieht. Das können sie auch in unserem Falle nicht. Das ist natürlich die Souveränität von Wissenschaftlern, mit diesen Daten umzugehen. Aber unsere Erfahrung ist, dass man, ohne dass man jetzt in einem falschen Sinne fraternisiert, überhaupt erstmal sehr viel Energie aufwenden muss, um Vertrauen zu schaffen mit denen, die im Leistungsbezug, bei denen, die im Leistungsbezug sind. Übrigens aber auch bei denen, die in der Arbeitsverwaltung arbeiten. Das ist ganz genauso. Und manchmal merkt man das daran, dass die wichtigsten Sätze eigentlich gesagt werden, wenn das Aufnahmegerät ausgeschaltet ist und dann gewissermaßen nochmal Revue passieren lässt. Was hat man jetzt gesagt und was nicht? Und da kamen oft oder manchmal jedenfalls die ganz wichtigen Informationen. Was sind nun die Ergebnisse unserer Studie? Ich muss das jetzt sehr gerafft machen. Also ich bitte um Entschuldigung, das machen ja Wissenschaftler eigentlich nicht gerne, dass ich jetzt radikal vereinfache, was immer Angriffsfläche bietet, aber wir haben ja auch noch eine Gelegenheit zum Diskutieren und zum Nachfragen, sodass ich dann gegebenenfalls differenzieren kann. Ergebnisse. Erstes Ergebnis. Wie ist die Arbeitsmarktentwicklung in den Regionen, die wir untersucht haben? Um es kurz zu machen, das, was wir finden, ist kein deutsches Beschäftigungswunder, jedenfalls nicht in der Weise, wie es gefeiert wird, sondern das, was wir finden, ist der Übergang zu einer prekären Vollerwerbsgesellschaft. Das muss ich erklären. Der Begriff stammt von dem vor kurzem verstorbenen französischen Soziologen Robert Castel, Pierre Bourdieu lebt leider auch nicht mehr, an dem wir uns mit unseren Forschungen teilweise orientiert haben, persönlicher Freund von mir. Der hat in einem seiner letzten Bücher geschrieben, dass in den entwickelten Kapitalismen eine Situation eintreten könne, dass Erwerbslosigkeit verschwindet, aber nicht im Sinne der Wiederherstellung der alten fordistischen Vollbeschäftigungsgesellschaft, sondern in dem Sinne, dass immer mehr Menschen erwerbstätig sind, aber unterhalb der Schwelle einer sozial geschützten Vollzeitbeschäftigung, sondern auf der Basis von prekärer und sozial geförderter, zum Teil Scheinerwerbstätigkeit. Ich behaupte, auf der Basis der Daten, die wir haben, im Buch ist das belegt, dass das genau die Situation der Bundesrepublik ist. Tatsächlich geht die Erwerbslosigkeit zurück in den offiziellen Statistiken, selbst die stille Reserve geht zurück, aber das, was wir erleben, ist sozusagen eine Erhöhung der Erwerbstätigkeit, die in erster Linie der Ausweitung von prekärer Beschäftigung oder eben von sozial geförderter Ersatzarbeit zu verdanken ist. Das ist der Prozess, den wir in der Bundesrepublik haben. Also von wegen Beschäftigungswunder. Man kann es so formulieren, in diesem Punkt waren die Hartz-Reformen außerordentlich erfolgreich. Ja, man darf sie nicht am falschen Maßstab messen. Es ist erklärtes Ziel gewesen. Ich erinnere mal an einen Auftritt des damaligen Kanzlers Schröder 2005 beim Weltwirtschaftsforum in Davos, wo er erklärt hat, wir wollen den modernsten Niedriglohnsektor der Welt schaffen. Das ist gelungen. Also in diesem Sinne waren die Hartz-Reformen tatsächlich außerordentlich erfolgreich. Bitte? Naja, das war ja auch nicht so geplant. Also wir haben tatsächlich im europäischen Vergleich am raschesten expandierenden Niedriglohnsektor, der sich vor allen Dingen durch eine enorme soziale Spreizung auszeichnet. Und das, was im Schlusskapitel des Buchs dargestellt wird, dass aus dem Jobcenter raus in ein Callcenter vermittelt wird mit einem Stundenlohn von umgerechnet 2,32 Euro. Wir haben gedacht, das ist ein krasser Ausnahmefall. Inzwischen wissen wir, dass das nicht der Fall ist. Also es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen den Hartz-Reformen, der Entstehung einer prekären Vollerwerbsgesellschaft und der Ausweitung der Prekaritätszone mit einer enormen sozialen Spreizung und Löhnen, die nicht mehr existenzsichernd sind für eine große Gruppe von Menschen. Zweites Ergebnis, das war uns eigentlich nicht klar, gehörte auch nicht zu den ursprünglichen Hypothesen, von der wir ausgegangen sind bei der Durchführung der Studie. Das, was wir finden, und das klingt jetzt
beim ersten Hinhören wahrscheinlich ist, und das hat dem Buch sozusagen den Titel gegeben, dass der Kern dieses neuen sogenannten aktivierenden Arbeitsmarktregimes, das mit den Hartz-Reformen, insbesondere Hartz IV, den strengen Zumutbarkeitsregeln besteht, eigentlich nicht die Aktivierung ist. Da gehe ich noch drauf ein. Aktiviert wird gar nicht so viel. Der Kern ist, dass selbst die Erwerbslosigkeit noch als Wettbewerb inszeniert wird, und zwar durchaus im Sinne des marktliberalen Ökonomen Hayek, Wettbewerb in dem Sinne, dass die in diesem Falle ein wenig erfolgreicheren, teilweise häufig, zumeist unbeabsichtigt, denjenigen, die weniger erfolgreich sind, die Norm vorgeben, nach denen die weniger Erfolgreichen zu leben haben. Ständige Bewährungsprobe, wie ist das zu verstehen? Wenn Sie im Leistungsbezug sind, ich hoffe, Sie müssen die Erfahrung nie machen, aber dann werden Sie, nachdem Sie in einer Kundengruppe zugeordnet worden sind, im Rahmen Ihrer Eingliederungsvereinbarung, so Sie denn eine bekommen, eine Reihe von Leistungen zu erbringen haben, die Sie erbringen müssen, um den Transferbezug zu legitimieren. Das ist das, was wir als Wettkampf bezeichnen. Also im Grunde müssen Sie diese Aufgaben erfüllen, ganz im Sinne wie eine Lateinprüfung oder was Ähnliches, sonst keine Legitimation für den Leistungsbezug. Das, was wir jetzt feststellen, nächstes Ergebnis, ist, dass die Beschäftigten der Arbeitsverwaltung, und die Musik spielt ja dann sehr konkret auf der Ebene der Sachbearbeiter, der Vermittler, der Fallmanager, dass die in diesem Wettkampf gewissermaßen als Schiedsrichter agieren, in einer gewissen Weise. Wie muss man sich das vorstellen? Also von ihrem Selbstverständnis her betrachten die das Agieren mit ihren sogenannten Kunden, die in Wirklichkeit natürlich keine Kunden sind, betrachten sie die Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger als Menschen, mit denen sie eine Vereinbarung, einen sozusagen impliziten Vertrag abschließen, der auf Geben und Nehmen beruht. Du kriegst vom Staat die Leistung, ich kontrolliere das sozusagen, und dafür hast du etwas zu erbringen. Das Interessante ist, dass die Sachbearbeiter-Fallmanager sich dabei an Gerechtigkeitskriterien orientieren, wie sie sie auch von anderen Beschäftigten aus anderen Betrieben kennen. Sind drei Gerechtigkeitskriterien zentral: die Leistungsgerechtigkeit, die Chancengleichheit und die persönliche Autonomie. Ich werde gleich noch erklären, warum das relevant ist. Das, was wir jetzt beobachten im Verlauf der 7 Jahre, ist Folgendes. Anfangs waren viele der Befragten in den Arbeitsverwaltungen relativ kritisch gegenüber den Reformen. In der Tendenz, ich vergröbere jetzt, erleben wir, dass sich im Verlauf der 7 Jahre die Sichtweise verändert. Also von der Kritik an Unzulänglichkeiten der Reform geht man stärker über zur Kritik an den Kunden, in Anführungszeichen, an den Leistungsbezieherinnen und Beziehern. Wie ist das zu erklären? 2 Gründe. Der erste ist, es hat sich am Arbeitsmarkt was verändert. Zunächst konzentrieren sich die Fallbearbeiter, Fallmanager, Vermittler und so weiter auf die sogenannten Kundengruppen, in denen sich Personen befinden, die am leichtesten zu vermitteln sind. Das ist völlig naheliegend. Warum? Auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Arbeitsverwaltung sind Teil eines Wettkampfsystems. Die kriegen Zielvereinbarungen, die müssen Vermittlungsfälle nachweisen, es gibt Budgets und so weiter und so weiter. Also agiert man im Sinne der Zielvereinbarung und konzentriert sich zunächst mal auf die, die man schnell vermitteln kann. Wenn der Arbeitsmarkt dynamisch ist, wie in den letzten Jahren nach der Krise in einer gewissen Weise, dann ist das die Gruppe, die dann schnell verschwunden ist, und man hat es immer häufiger mit Personen zu tun, die sogenannte Vermittlungshemmnisse haben. So, und damit wird die Klientel schwieriger. Und wenn die Klientel schwieriger wird,
Dann neigen diejenigen, die ja sagen, ich habe einen Vertrag mit den Personen, die müssen sich so verhalten, dass sie sagen, dass da was passiert. Dann neigen diejenigen, die sozusagen die Schiedsrichter sind, dazu, diejenigen, über die sie Schiedsrichten, tatsächlich zu kritisieren. Und ich spitze es jetzt mal bewusst zu. Wenn jemand über viele Jahre im Leistungsbezug bleibt, dann erscheint das aus der Perspektive vieler Fallmanager, Sachbearbeiterinnen geradezu als anti-emanzipatorischer Akt. Warum? Man bleibt in der Nähe der Fürsorge. Das ist ja das, was mit Hartz IV passiert ist, nicht? Eine Leistung in der Nähe der Fürsorge. Man gesteht damit ein, man ist selbst ohne fremde Hilfe nicht fähig, seine Subsistenz zu sichern, sein individuelles Leben zu reproduzieren. Und wer nicht alles tut, um persönliche Autonomie, Gerechtigkeitskriterium 3, tatsächlich real werden zu lassen und sich stattdessen mit dieser Situation irgendwie arrangiert, der verzichtet auf Autonomie, damit auf individuelle Emanzipation, und das ist verwerflich. Das ist eine Sichtweise, die wir sozusagen an Gerechtigkeitskriterien orientiert, bei der Mehrzahl der von uns befragten Personen aus der Arbeitsverwaltung so finden. Also ich finde einfach, die Kunden verletzen die impliziten Vertragsbeziehungen, verhalten sich damit in einer Weise, dass sie nach Gerechtigkeitskriterien tatsächlich in einer gewissen Weise, ja, reglementiert und gegebenenfalls auch sanktioniert gehören. Das ist die eine Seite der Medaille. Ergebnis 4, wie sieht das aus der Perspektive der Erwerbslosen aus? Natürlich völlig anders. Das, was wir gemacht haben, ist der Hauptteil unserer Untersuchung, ist, dass wir zunächst mal herausfinden wollten, wie die Erwerbsorientierung, die subjektiven Erwerbsorientierungen von Menschen im Leistungsbezug aussehen. Da haben wir also gar nicht gefragt, welchen Einfluss jetzt die Hartz-Reform oder Hartz IV haben, sondern es ging uns erstmal darum, welche Erwerbsorientierung entwickelt eine Person im Laufe ihres Lebens und wie versucht sie die zu realisieren, an zwei Achsen gemessen. Die eine Achse ist das Tätigkeitskonzept, also was tue ich wirklich? Die andere Achse sind die normativen Orientierungen, wie beziehe ich mich auf Arbeit, auf Erwerbsarbeit. Ich muss jetzt grob vereinfachen wieder. Das, was wir herausgefunden haben, ist, dass sich die Erwerbsorientierung der von uns Befragten drei Typen zuordnen lassen. Typ 1 nennen wir die um jeden Preis Arbeiterinnen und Arbeiter. Wie es der Name schon sagt, tun die im wahrsten Sinne des Wortes so ziemlich alles, um eine reguläre Erwerbsarbeit zu bekommen, aber nicht jede reguläre Erwerbsarbeit, sondern eine, mit der sie ihre Situation spürbar verbessern. Also ist noch nicht vollständige Anspruchsreduktion, aber es wird sozusagen alles unternommen, um die Situation zu verändern und den Sprung aus dem Leistungsbezug tatsächlich zu schaffen. Geradezu typisch ein Fall, den ich immer noch sozusagen vor mir sehe, jemand, der sagt, der Angestellter war, arbeitslos geworden ist, dann ein Eiscafé übernommen hat mit 4 Minijobbern, selbst aktuell kam so auf einen Nettoverdienst, das blieb dann übrig, 200 Euro. Der hat gesagt, wenn das Projekt scheitert, dann mache ich eben das nächste Projekt. Arbeitslosigkeit gibt es für mich nicht. Das ist sozusagen der ideale Erwerbslose im Sinne der Hartz-Reform. Ah, ich kriege jetzt schon das Zeichen, dass ich die 20 Minuten schon erschöpft habe. Ich will wenigstens diesen Gedanken noch zu Ende führen und vielleicht dann zu einem weiteren Punkt was sagen und dann mache ich Schluss und kläre all das oder nehme dann Stellung zu weiteren Punkten in der Diskussion. Also das sind die um jeden Preis Arbeiter. Typus 2, die als Obarbeiterin und Arbeiter. Ich mache es auch an einem Beispiel. Typisch für als Obarbeiterinnen und Arbeiter ist, dass sie eigentlich auch in reguläre Beschäftigung wollen, es aus unterschiedlichen Gründen aber über lange Zeit nicht mehr geschafft haben. Deshalb üben sie eine Tätigkeit im bürgerschaftlichen Engagement,
einen 1-Euro-Job oder Ähnliches aus, so, als sei es eine reguläre Arbeit. Wiederum ein sicher Extremfall, aber kein Einzelfall, eine Frau, ich glaube in dem Fall sogar mit akademischer Bildung, die morgens um 7 aus dem Haus geht, so tut vor ihren Nachbarn, als sei sie nach wie vor regulär erwerbstätig, die Zeit verbringt, abends nach Hause kommt und dann von der Nachbarin das Statement mitbekommt, ja, wir Armen, nicht von morgens bis abends auf der Rolle und müssen arbeiten und die Hazis auf der faulen Haut. Nicht? Also sie errichtet gewissermaßen eine Fassade, um ihre Würde zu bewahren, und tut so, als sei sie in regulärer Beschäftigung. Das Spannungsverhältnis zwischen Norm und realem Tätigkeitskonzept wird aber immer größer und ist immer schwieriger zu bewältigen. Es gibt sogar einen Fall, den wir haben, wo eine Frau versucht, sozusagen die Erwerbslosigkeit vor ihren Kindern zu verheimlichen. Typisch sind die als Ob-Situation, nicht? Ich gehe durch das Einkaufszentrum und tue so, als könnte ich noch einkaufen. Dort und so weiter, nicht? Typus 3, quantitativ, obwohl die Quantitäten bei uns im Sample wenig sagen, ist der Typus der bewussten Nichtarbeiterinnen und Nichtarbeiter. Also es gibt tatsächlich eine relativ kleine Minderheit in unserem Sample, mit Menschen, die sagen, wir wollen auch nicht mehr regulär erwerbstätig sein. Ganz unterschiedliche Gruppen. Angefangen von solchen, die krank geworden sind, nach vielen Jahren des Leistungsbezugs, Jugendliche in subkulturellen Szenen, Punks, die aus der Not eine Tugend machen, aus ich finde keine Arbeit, ich will nicht mehr arbeiten. Ganz wenige Fälle, wo tatsächlich das Familieneinkommen über Hartz IV etwas höher ist als der prekäre Job, den man noch kriegen könnte, wenn man denn suchen würde. Also eine sehr heterogene Gruppe. Wenn man jetzt fragt nach den Wirkungen der Hartz-Reform, dann fällt Folgendes auf. Erstens, Typus 1 und Typus 2, die Menschen, die diesem Typen zuzurechnen sind, sind von sich aus aktiv und tun alles, um in reguläre Erwerbsarbeit zu kommen. Bei Typus 3 ist es so, dass selbst härteste Sanktionen an den Erwerbsorientierungen relativ wenig ändern, weil der junge Punk, der weiß, dann wird er eben mal auf Lebensmittelgutscheine gesetzt. Der findet schon Möglichkeiten, die Gutscheine zu tauschen und einigermaßen über die Runden zu kommen. Die Sanktionen bewirken da gar nichts. Der springende Punkt ist, dass die Unterstellung, dass es sich um eine passive Unterschicht handelt, die sich in der Hängematte des Wohlfahrtsstaates bequem macht, dass sozusagen die bürgerlichen Tugenden verloren gehen, die Aufstiegsorientierung fehlt, dass das für die ganz große Mehrzahl der von uns Befragten überhaupt in keiner Weise zutrifft. Und selbst auf die bewussten Nichtarbeiterinnen und Nichtarbeiter passt das Klischee nicht wirklich. Insbesondere können wir aber sagen, dass Sanktionen, selbst härteste Sanktionen, entweder offene Türen einlaufen oder sozusagen auch bei Typus 3 nicht das Ziel erreichen, das sie zu erreichen vorgeben. Jetzt habe ich die 20 Minuten überschritten. Ich überlege mal, es gibt noch ganz viele Ergebnisse. Was ich Ihnen jetzt zum Schluss auf jeden Fall noch sagen will. Zwei Dinge. Erstens, im Zeitverlauf stellen wir fest, also über 7 Jahre hinweg, stellen wir fest, dass die Erwerbsorientierung, die man ja lebensgeschichtlich angeeignet hat, relativ stabil bleibt. Das, was wir auch feststellen, ist, dass sich an der sozialen Situation der meisten von uns Befragten eigentlich nichts ändert. Zum Teil sind sie ganz hart arbeitende Arbeitslose. Wir finden Menschen, die um 7 aus dem Haus gehen, 2 Stunden im Reinigungsgewerbe arbeiten auf der Basis von so einem Minijob und dann das Praktikum bei der Arbeitsverwaltung machen, wo sie ganztägig beschäftigt sind, ebenfalls im Reinigungsgewerbe. Der Mann im gleichen Gewerbe beschäftigt, dann kommt man nachmittags nach Hause, da sitzen 2 Kinder, man ist müde. Was macht man? Man ist froh, wenn man Ruhe hat, schaltet das Fernsehen ein, sitzt zusammen vom Fernsehen, auch mit den Kindern. Also Sie merken, da sind die Unterschichtklischees alle drin. Aber es ist eine Situation der Erschöpfung. Ja? Das, was wir erleben, ist, um es jetzt nochmal zuzuspitzen,
dass viele sich ungeheuer abstrampeln, aber real nicht von der Stelle kommen. Wir nennen das, jetzt muss ich mal gucken, wir nennen es zirkulare Mobilität. Das heißt, wir haben bei manchen Befragten innerhalb von 7 Jahren 20 Stationen, ne, rein aus dem, raus aus dem Leistungsbezug, 1-Euro-Job, Praktikum, 400-Euro-Job und so weiter, hin und her, rein und raus. Und am Schluss landet man oder zwischendrin landet man doch immer wieder am Leistungsbezug. Man strampelt ungeheuer, landet aber trotz aller Anstrengungen wieder dort, wo man vorher war. Das nennen wir zirkulare Mobilität. Der zweite Befund ist, je länger man im Leistungsbezug bleibt, desto eher definiert man sich als Angehöriger einer Minderheit, die kollektiver Abwertung ausgesetzt ist. Das ist nämlich genau das, was in den Bewährungsproben passiert. Wer sich in der Nähe der Fürsorge bewegt, in der Nähe des Leistungsbezugs, der wird als Angehöriger einer Minderheit wahrgenommen, die nicht mehr, die unter oder an der Schwelle der Respektabilität angesiedelt ist, in der sozialen Hierarchie. Und das führt drittens dazu, dass je länger man in einer solchen Situation ist, je eher dazu neigt, dass man Unsicherheit habitualisiert, dass sie die Bewältigung von Unsicherheit, materieller Knappheit, mangelnder Anerkennung zu einer Art zweiter Natur wird, dass man sich arrangiert mit diesen widrigen Verhältnissen. Wir nennen das Überlebenshabitus, der sich ausbildet. Überlebenshabitus nicht im physischen Sinne, obwohl es auch materiellen Mangel bei der Ernährung gibt und so weiter. Überlebenshabitus in einem sozialen Sinne. Man versucht weiter im sozialen Leben zu sein. Das geht aber nur durch Anpassung an eine solche Situation an der Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität oder unter der Schwelle der Respektabilität. Und das Problem ist, je stärker man sich anpasst, je intensiver man diesen Überlebenshabitus aneignet, desto eher eignet man sich als Objekt von negativen Klassifikationen durch die Gesamtgesellschaft. Ich sage nur ein Datum jetzt aus einer standardisierten Untersuchung. Wir haben in einem süddeutschen Automobilwerk 5000 Beschäftigte, gewerkschaftlicher Organisationsgrad 90%. Eine Belegschaftsbefragung gemacht. Da waren mehrere Items zu exklusiver Solidarität, wie wir das nennen. Ich nenne jetzt nur die Zahlen zu einem Item. Muss ich kurz noch mal raussuchen, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Ja, ich kann es aus dem Kopf. Da war ein Statement, eine Gesellschaft, die jeden mitnimmt, ist auf Dauer nicht überlebensfähig. Also der Indikator für Sozialdarwinismus. Raten Sie mal, wie viele dieser gewerkschaftlich organisierten Arbeiter und produktionsnahen Angestellten, wir haben 1440 befragt, zugestimmt haben. Nein, da sind Sie zu pessimistisch, es waren 52. 14% haben das Statement dezidiert abgelehnt. Die Zustimmung zu dem Statement war unter den Arbeitern und produktionsnahen Angestellten wesentlich größer als bei den Führungskräften und bei den Sachbearbeitern, also bei den Angestellten. Ja. Also das ist sozusagen die Sicht der Mehrheitsgesellschaft auf diese Gruppe der Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher. Und die fühlen sich sozusagen in der Tretmühle und in einer Pyramide, wo der Minderheitenstatus, mein letzter Gedanke, nun aber so wirkt, dass die Leistungsbezieherin, die gar nichts hat, den 1-Euro-Jobber beneidet, weil er immer einen Job hat. Der 1-Euro-Jobber beneidet die ABMlerin, ja, weil das ist das Glückslos in der Lotterie. Gibt es nur noch selten wörtliches Zitat. Die ABMlerin beneidet möglicherweise den Leiharbeiter in der Automobilindustrie, weil der doch einigermaßen Kohle verdient, zumindest auf Zeit. Und der Leiharbeiter beneidet den befristet Beschäftigten, weil er immerhin Bestandteil der Belegschaft, der Stammbelegschaft ist. Nicht? Also nur grob jetzt, drunter vielleicht oder an den Rändern die illegal beschäftigte polnische Hausfrau, 24 Stunden Polin für 1000 Euro in der Familie, aber ohne jede Rechte. Oder noch schlimmer, der 1 Euro Beschäftigte im Fleischergewerbe als prekär Beschäftigter. Das ist eigentlich die Konstellation, mit der wir es zu tun haben. Und nun mache ich aber wirklich Schluss und sage eigentlich nur eine
einen Maßstab jetzt, an dem wir dieses Reformwerk bewerten. Der interne Maßstab, ist es tatsächlich gelungen, die Erwerbsorientierung von Leistungsbezieherinnen und Leistungsbeziehern so zu formen, dass daraus sozusagen eine stärkere Erwerbsneigung kommt, können wir klar falsifizieren. Das ist nicht der Fall. Ist nicht der Fall. Wenn man eines sagen kann über dieses Arbeitsmarktregime, dieses sogenannte aktivierende Arbeitsmarktregime, dass es im Sinne der Reformziele so gut wie gar nichts aktiviert. Und der zweite externe Maßstab wäre der Gleichwertigkeit aller Menschen. Da muss man klar sagen, dass eine Gruppe, die sozusagen in den gesellschaftlichen Klassifikationssystemen unter die Schwelle der Respektabilität gedrängt wird, dass das eigentlich ein Prozess ist, der elementare Gebote der Menschenwürde verletzt, weshalb an diesen Kriterien gemessen diese so überaus erfolgreichen Arbeitsmarktreformen tatsächlich ein gigantischer Fehlschlag sind und möglichst korrigiert gehören. Vielen Dank.